Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Khabib Nurmagomedov sorgte nach dem Fight gegen Conor McGregor für einen Skandal. Urheberrecht Getty Images, 30. Januar 2019, 7.54 Uhr. Nach dem Skandalfight zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor wird der Russe für lange Zeit gesperrt. Auch McGregor erhält eine saftige Strafe. Nach dem Skandalfight zwischen Khabib Nurmagomedov und Conor McGregor bei der UFC 229 im Oktober hat die zuständige Athletikkommission in Nevada, NSAC, Strafen festgelegt. Der Russe wird nachträglich für 9 Monate gesperrt. Zusätzlich wurde eine Geldstrafe in Höhe von $500.000 verhängt. Da die Suspendierung rückwirkend auf den 6. Oktober 2018, den Tag des Skandalkampfes, datiert ist, darf Nurmagomedov im Juli wieder in den Käfig zurückkehren. Zudem bot die NSAC an, die Strafe auf 6 Monate zu reduzieren, sollte der 30-Jährige an einer Anti-Mobbing-Kampagne teilnehmen. Geringere Strafe für McGregor. Auch McGregor erwartet eine saftige Strafe. Der Ire wurde für 6 Monate von jeglichen Kämpfen ausgeschlossen. Mit einer Geldstrafe von $50.000 kommt er finanziell vergleichsweise glimpflich davon. Zusätzlich wurden Nurmagomedovs Cousin Abubakar Nurmagomedov und sein Teamkamerad Zubairat Tukhugov für jeweils 1 Jahr suspendiert und mit einer Geldstrafe von $25.000 belegt. Nurmagomedov sorgte nach seinem Sieg gegen McGregor in der Arena in Las Vegas für einen Ausraster und damit für den nächsten Eintrag im Skandalregister der Ultimate Fighting Championship. Der Russe sprang über die Begrenzung des Käfigs und ging mit Fäusten auf das Lager seines Gegners und umstehende Zuschauer los. Er musste von Sicherheitskräften besänftigt und aus der Halle geführt werden. 3 Mitglieder seiner Entourage wurden verhaftet.